Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, geschätzter Kollege Dr. Garmer. Ich möchte mal zitieren, was wir gemeinsam beschlossen haben. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin aus dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission. Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Senat, Berlin mit einem entsprechenden Schritt zur ersten Divestment-Hauptstadt der Welt zu machen, indem er sich verpflichtet, Anlagen aus Unternehmen, deren Geschäftsmodell dem Ziel der Klimaneutralität widerspricht, innerhalb der nächsten 5 Jahre abzuziehen und diese Investitionen in Zukunft durch Anlagerichtlinien auszuschließen. Ich glaube, das war ein guter Beschluss, den wir da gemeinsam gefasst haben. Sie haben da keinen Änderungsantrag zugestellt, Sie haben den mit beschlossen. Und ich bin davon ausgegangen, dass das, was wir gemeinsam für richtig erachtet haben im Oktober letzten Jahres, dass wir das heute auch noch gemeinsam richtig finden. Und ich frage mich, wenn Sie jetzt von einer der Empfehlungen, die Sie da mit beschlossen haben, hier Abstand nehmen, gilt das auch für andere? Ist das jetzt eine Ausnahme oder ist für Sie der ganze Enquete-Bericht nicht verbindlich? Wollen wir nicht das, den Weg, den wir da gemeinsam beschrieben haben, auch gemeinsam bestreiten? Diese Frage stelle ich mir ganz ernsthaft und stelle ich Ihnen ganz ernsthaft. Ihr Hauptargument war, dass Sie Konsequenz anmahnen. Sie sagen, wenn man das umsetzt, dann muss man das konsequent umsetzen. Und da haben Sie recht. Und natürlich, wenn der Kollege Wolf hat argumentiert, 2 Drittel der bekannten fossilen Energiereserven dürfen nicht genutzt werden. Und das spiegelt den Marktwert der Unternehmen, der spiegelt das noch nicht wider. Und dass es deshalb ökonomisch sinnvoll ist, da rauszusteigen. Und natürlich muss man die Frage dann auch stellen bei fossilen Infrastrukturen, hier wie dem Gasnetz. Aber das haben wir in der Enquete-Kommission ja auch gemacht. Wir haben ja in der Enquete-Kommission ganz klar gesagt, nur wenn der Kaufpreis den Ertragswert nicht überschreitet, den das Gasnetz noch hat im Falle einer konsequenten Klimapolitik, nur dann können wir eine Rekommunalisierung empfehlen. Diese Konsequenz, die Sie hier anmahnen, die hat die Enquete-Kommission gemacht. Und nur weil der Senat nicht bereit ist, diese Beschlüsse umzusetzen, können wir doch nicht von den anderen Empfehlungen hier auch noch abrücken. Also da machen wir uns wirklich lächerlich. Meine Damen und Herren, die Gründe, aus denen wir diese Empfehlung gemacht haben, gemeinsam, einstimmig in der Enquete-Kommission, die gelten alle heute immer noch. Und deshalb bitte ich Sie sehr darum, dass wir das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, jetzt auch gemeinsam umsetzen. Und das gilt nicht nur für diese Empfehlung, sondern auch für die anderen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Dr. Garmer, bitte, Sie haben jetzt die Gelegenheit zur Antwort. Lieber Herr Kollege Schäfer, wir sind ja im Grundsatz gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben ja auch die meisten Dinge einmütig beschlossen in der Enquete-Kommission. Ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass im Einzelfall das Herausgehen aus Investitionen durchaus sinnvoll sein kann. So haben wir auch in der Enquete-Kommission besprochen. Aber wenn es stimmt, dass wir mit 10 Millionen, ich kann die Zahl jetzt nicht nachvollziehen, dass wir mit 10 Millionen in ETFs investiert sind, dann wird der fossile Anteil daran unterhalb der Nachweisgrenze liegen. Ob es jetzt Sinn macht, da die politische Kraft drauf zu lenken, das halte ich für sehr zweifelhaft. Ich halte es für sinnvoller, den Emissionshandel zu stärken. Wir brauchen beim Emissionshandel die Einbeziehung weiterer Branchen. Wir brauchen ambitionierte Minderungsziele nach 2020. Wir brauchen die Erweiterung auf weitere Regionen in der Welt. Da sollten wir unsere politische Kraft drauf lenken. Ich denke, dann erreichen wir mehr insgesamt für den Klimaschutz, als wenn wir jetzt weitere politische Instrumente entwickeln und halbfertig in den Raum stellen. Lassen Sie uns das nutzen, was wir schon haben, und weiterentwickeln zum Wohle des Klimas. Vielen Dank.